Dann starten wir mit dem heutigen Thema, Fliegen. Ich habe sogar aus meinen Kindheitstagen noch den Batcopter. Aber damit beschäftigen wir uns heute mal nicht. Wir bräuchten jetzt ein Blattl Papier. Da kann ruhig wie bei mir auf der Hinterseite was oben stehen, ich brauche das nicht mehr. Dann Klebestreifen. Und fein wäre es, wenn wir ein oder zwei so Büroklammern noch hätten. Na, ob sich die jetzt da scharf stellen da drinnen, weiß ich nicht. Büroklammern. Und dann eine Schere. Und vielleicht, wenn es gerade griffbereit ist, ein Lineal. Legen wir los. Wenn ich da so die Anleitung zeige, dann werde ich dann immer wieder zwischendurch einmal so ein Pausensymbol einblenden, so wie das da. Und das heißt ganz einfach Video stoppen, dann soll man das machen, was ich da gerade gesagt habe, und dann geht es wieder weiter, wenn man das erledigt hat. So kann da jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit basteln, fliegen, ausprobieren und was auch immer wir da tun. Wir fangen da mit dem Klassiker an, mit dem Delta-Pfeil. Den kennen wahrscheinlich schon viele, aber jetzt schauen wir uns an, wie wir den wirklich gescheit zum Fliegen bringen. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir nehmen das Blattl Papier und falten es einmal der Länge nach, so dass die Ecken da und da herüben genau übereinander sind. Und dann fahre ich da so mit den Fingern entlang. Und dann nochmal mit dem Fingernagel. Und damit habe ich da einen schönen, scharfen Falz. Jetzt klappe ich das wieder auf. Und mit tun da zwei Ecken nehmen. Und folgen die genauso weit herein, bis wir da bei der Mittellinie, also bei diesem Falz in der Mitte sind. Und da auch wieder einmal umbiegen, scharf nachziehen. Andere Seite genau gleich. Genau bis zur Mitte. Gut, soweit ist alles klar. Dann nehme ich mir so ein Eck und falte das wieder so, dass die Kante da genau bei der Mitte landet. Und das mache ich auf der anderen Seite genau gleich. Dann falten wir das Ganze in der Mitte zusammen. Das sollte eigentlich eh fast von allein gehen. Und wenn wir das jetzt so nehmen, falten wir diese Kante genau bis zu diesem Falz. Drehen wir das Ganze um und machen dort genau das Gleiche. Ja, und dann nehme ich das Ganze und falte es wieder so weit auseinander, dass die Flügel so ganz leicht nach oben stehen, so in etwa. Und jetzt macht es die ganze Sache einfacher, wenn man da ein Stück Klebestreifen nimmt. Und das da oben zusammenbiegt. Ja, das erste Flugzeug hätten wir und jetzt kommt dieses Pausezeichen und da probieren wir einfach mal aus, ob das fliegt. Bei vielen wird es wahrscheinlich passiert sein, dass er nicht sehr weit geflogen ist, sondern gleich mal so mit der Schnauze zum Boden. Das kann man dann ändern, indem man sagt, ich tue das jetzt ein bisschen tunen und zwar schneide ich mir da hinten so ungefähr einen Zentimeter links und rechts zwei Schnitte hinein
Und dann habe ich da so sogenannte Höhenruder. Und die kann ich dann so ganz leicht nach oben stellen. Sieht man das? Das sollte links und rechts gleich sein. Und wenn wir jetzt ausprobieren, jetzt sollte er eigentlich nicht mehr so sehr mit der Schnauze zum Boden hinunterfliegen. Probieren wir das aus. Jetzt haben wir also gesehen, wofür das Flugzeug Höhenruder braucht. Und wir können natürlich da auf diesem Rumpfteil, das da so nach unten steht, da können wir natürlich auch so ungefähr einen Zentimeter hineinschneiden. Und wenn wir das jetzt so auf eine Seite auslenken, okay, von unten betrachtet so, dann sollte eigentlich ein Bogen fliegen. Das ist also das sogenannte Seitenruder. Probieren wir das wieder aus. Ja, so kann man sich ein bisschen spielen damit, mit diesen Höhenrudern und mit dem Seitenruder und einfach verschiedene Flugmanöver ausprobieren. Und wer jetzt glaubt, da wäre jetzt noch nie ein Techniker auf die Idee gekommen, so ein Flugzeug zu bauen, dann schaut sich mal folgendes Flugzeug an.